Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 2020 war ein besonderes Jahr. Wir haben nicht nur die Herausforderungen der Corona-Pandemie gemeinsam gemeistert, sondern können auch auf viele gemeinsame Erfolge zurückblicken. Innerhalb weniger Tage haben wir die gesamte FH Joanneum auf den virtuellen Modus umgestellt. Knapp 1400 Studierende haben im Studienjahr 2019/20 ihr Studium erfolgreich abgeschlossen. So viele wie nie zuvor. Auch haben wir einen Rekord an Studierenden. Erstmals mehr als 5000. Und es werden in den nächsten Jahren weiter mehr. Beispielsweise wird der Studiengang Gesundheits- und Krankenpflege auf 216 Studienplätze ausgebaut. Und im Herbst 2021 werden der neue duale Bachelorstudiengang Industrielle Mechatronik und der neue Masterstudiengang Digital Entrepreneurship starten. Auch in der Forschung gab es viele Highlights und Erfolge zu feiern. Wir haben im Studienjahr 2019/20 insgesamt knapp 9 Millionen Euro Umsatz in Forschung und Entwicklung erwirtschaftet. Ein neuer Rekord. Zudem wurde unsere erste Tochtergesellschaft, die Airlabs Austria GmbH, als Innovationslabor für die Drohnenforschung gegründet. Gleichzeitig forschen wir mit modernsten Technologie im neu eröffneten Energy and Solution Lab an nachhaltiger Stromerzeugung und im Food Processing Labor an nachhaltigen Nahrungsmittelketten. Neben der Nachhaltigkeit ist die Digitalisierung das Querschnittsthema der angewandten Forschung an der FH Joanneum. Etwa bei den beiden Coin-Projekten Scopes zur Demenzforschung oder Fit4BA, das Klein- und Mittelbetriebe bei den Themen Big Data und künstliche Intelligenz unterstützt. Auch die Bündelung aller Weiterbildungsmaßnahmen unter der Joanneum Academy ist uns 2020 gelungen. Dazu zählen auch die neuen Masterlehrgänge Sportmanagement und Training und Medienkompetenz und Digital Literacy, sowie die akademischen Lehrgänge der Institute Gesundheits- und Krankenpflege und Soziale Arbeit. In Erinnerung bleiben uns aber vor allem Sie, die Menschen der FH Joanneum, Ihr Engagement in diesem wirklich außergewöhnlichen Jahr, der soziale Zusammenhalt und die Bereitschaft, neue Wege gemeinsam zu gehen. Im Rückblick möchten wir uns bei Ihnen herzlich für Ihren großartigen Einsatz bedanken und Ihnen eine gemütliche, analoge Auszeit wünschen. Ihnen und Ihren Liebsten eine frohe Weihnachtszeit und alles Gute für 2021.